Salve, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge The Infected. Freut mich, dass du hier eingeschaltet hast. Wir stehen immer noch hier unten im Wambi-Dorf, wo wir letzte Folge aufgehört haben, ja. Es hat also geklappt. Ich kann auch gleichzeitig sagen, die sind ein bisschen dämlich, die Wambis. Also da muss noch einiges an der, Intelligenz getan werden, ja. Es kam wieder so ein Raid. Scheint dasselbe wie bei Seven Days zu sein. Das heißt, die kamen nicht zu unserem Haus, sondern hierhin. Aber die sind nicht hier reingerannt und haben mich angegriffen. Die standen alle hier hinter an der Wand und haben auf dem Zelt rumgehauen, was unzerstörbar ist, ja. Und ich konnte hier einfach so durchpieksen und die alle tot rummachen. Fand ich lustig. Wir gucken jetzt mal, ob wir es schaffen, zum nächsten Bambi-Dorf zu kommen. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Speer und unsere Energie, die ist mehr als dürftig. Mehr als dürftig, das muss man sagen. Essen jetzt mal die beiden hier. Wir müssen was trinken. Wir haben keine Carbs mehr. Wir haben nichts mehr hier. Und wir müssen jetzt erstmal lebend hier rauskommen. Ich glaube nämlich, die sind respawned hier, die Fuzzis. Das wäre doof. Es regnet gerade. Hauen wir einfach ab. Da ist der dusselige Fuchs. Ja, genau. Komm, sammeln wir mal ein. Ah ja, genau. Jetzt ist der auch noch kaputt. Wieder ein Glück. Alter, zweimal tut er dir weh. Ah, okay. Das werden wir nicht überleben. Oh, aber das ist nicht schlimm. Pass mal auf, wir lassen uns jetzt mal sterben, ja, weil das werden wir eh nicht überleben. Komm, box mich. Jawohl. Man sieht schon den Boden, ja. Dazu kann ich jetzt was sagen, wenn wir respawned sind. Jetzt haben wir noch 50 Leben. Also weiter als 50 geht es anscheinend nicht runter. Sehr gut. Das ist schon mal Punkt 1. Heißt, erstmal einen neuen Speer machen. Gut, soviel zum nächsten Lager, ne? Ah, das ist doch ätzend. Da sind schon 25. Du weißt nicht mehr, wohin mit dem ganzen Leder, ne? Du weißt nicht mehr, wohin. Alles voll. So, also haben wir den jetzt. Lass mal gucken gerade. So. Machen uns hiervon ein. Dann brauchen wir wieder hier einen. Da liegt noch der alte Bogen, der kaputt ist. So gut wie. Habe ich rausgeschmissen. Ein neuer Speer. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt, das ist ein Tipp, den ich mir gesucht habe in einem Forum, beziehungsweise in den Diskussionen im Steam-Forum, ja. In Steam unter der, oh, getrockneter Fisch. Sehr gut. Und den direkt draufhängen, in den Diskussionen bei dem Spiel selbst, ja. So, wir essen mal gerade. Durst. Natürlich ist die leer. Warum sollte die auch voll sein, weißt du? Warum sollte die voll sein? Puh. Jetzt mich mal. So, rein da. Gib mir mal hier einen gerade. Das sollte reichen. Bricks müssen wir auch noch ein paar neue machen. So und so. Hier rein. Anmachen. Dann kann wenigstens das Wasser neu kochen. Carbs, Fats und so weiter haben wir. Die sind alle gewachsen. Wunderbar. Das können wir dann auch erweitern. Das sieht natürlich richtig, richtig scheiße aus jetzt, ja. Hat aber den einfachen Hintergrund, dass man hiermit jetzt wunderbar die Sticks und so weiter erkennt. Guck, du siehst direkt Stöcke, Steine, alles siehst du hier, ne? Das brauchen wir ja nur so lange anmachen, bis wir Kartoffeln und so weiter gefunden haben. Ich zeig das jetzt mal gerade, ja. Du siehst, man sieht hier nichts. Wir gehen in die Option, das ist hier Foliage Density. Wir haben die auf Low gestellt, wenn wir die jetzt auf Epic stellen und Applyen, okay. Sieht natürlich richtig, richtig geil aus, ja. 10-mal besser als gerade, aber so kann man wunderbar easy peasy dann die ganzen Kartoffeln und Melonen und was weiß ich finden. Weil die stehen noch alle hier rum. Und das ist überall im Wald so. Hier haben wir die ganzen, Hölzer und so weiter. Jetzt sehen wir, da hinten ist was. Was ist das? Das ist ein Stein. So kann man halt ratzifatzi hier durchlaufen und die Sachen suchen. Wir können mal gerade eine Rundreise um unseren Platz hier machen. Ob wir irgendwo Kartoffeln, Melonen und so weiter und so fort finden. Wahrscheinlich nicht. Trotz, dass wir das hier runtergestellt haben. Aber es muss Kartoffeln geben. Das stand zumindest in den Diskussionen dort. Dass Leute da schon Kartoffeln gefunden haben. Das hier ist ein Stick. Man sieht das ja jetzt wirklich direkt. Das ist ein Baum. Da ist nix, hier ist nix. Da liegt wieder ein Ast. Also, sollte jetzt wirklich null Problemo sein, die Sachen zu finden. Und siehe da, wir haben eine Kartoffel gefunden. Sehr schön. Jetzt wissen wir auch, wie die aussieht. Das heißt,
Wir können da eine suchen. Wir haben übrigens auch, ein Bär hat uns schon wieder angegriffen. Ich schmeiß das Leder jetzt mal raus, ja. Wir haben so viel davon. 3, 2 Potatoes. Sehr gut, sehr gut. Ah, das freut mich, das freut mich. Jetzt haben wir nämlich auch eine Potato Sprout. Wofür das auch gut ist, ist fürs Jagen. Denn du siehst jetzt wirklich die Tiere sehr, sehr weit, wenn sie hier rumlaufen. Gucken wir mal, ob wir noch eine zweite Kartoffel finden. Wenn nicht, können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie ein Schaf, ein Hirsch, ein Schwein irgendwie so jagen können. Oh, sehr, sehr gut. Also wenn man das 1, 2 Tage macht, hat man, keine Ahnung, 10 Samen von allem. Ja. Ja, bitte. Natürlich, ja, verkehrt, daneben. Ich glaube, wir müssen das nicht seitlich machen, sondern sollten das von vorne machen. So, aber wir haben noch was Leben. Das geht. Da hat man genug Samen, um sich alles tonnenweise anzupflanzen. Das ist ja schon mal gut. Da haben wir jetzt wieder eine Menge Fleisch. Aber die Kartoffeln, die scheinen sehr, sehr rar gesät zu sein. Hm, okay, gucken wir mal. So, ich glaube, wir brauchen Durst, ne? Ja, Durst. Wir müssen was trinken. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Was wir jetzt mal machen können, ist, wir brauchen noch einen Fisch. Und dann können wir gucken, ob wir einen Meat Stew machen können. Den müssten wir jetzt machen können. So, komm schon. Wertvoll hier. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe. Nein, wir müssen da hinten hin. So müssen wir. Gucken wir mal, wo wir hier rumrennen. Unglaublich. Unglaublich. Oh, guck mal hier. Eine Melone. Haben wir nicht noch hier irgendwas? So, ess die beide mal. Wir brauchen eh die Carbs. So. Auf geht's nach Hause. Da hinten irgendwo, ne? Ja, da ist der See. Wie leer das jetzt aussieht, ne? Wie leer das aussieht und wie sauber. Wie glatt geleckt. Hallo, Fuchs. Ja, beißt mich wieder. Kleines Kackvieh. Es ist so leer. Ist die Frage, ich lasse das jetzt diese Folge mal so. Ist die Frage, sollen wir das so lassen oder lieber wieder schön machen? Das ist hier die große Frage. Ich meine, wir sehen alles direkt. Können die Sachen einsammeln. Ich meine, so zu Sachen sammeln wie, danke. Die Kartoffeln und Melonen und so, die du jetzt direkt siehst, ja, ist das super. Da könnte man vielleicht sagen, wenn wir sowas sammeln gehen, dann okay. Ansonsten, nee, mach lieber schön, ne? Was könnte man sagen? Pick up Trout. Was ist Trout? Ist das irgendwie so ein, eine Forelle oder so? Kann das sein? Vor allem sieht man die Sachen jetzt direkt. Nein. Da hinten ist die blöde Möwe. Mach mal voll. Instant trinken, halb leer, genau, so muss das sein. Energie ist nicht wirklich voll. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein neues Beet. Placeables. Stones, da hier, Plant Bed. So ungefähr, sagen wir mal, so. Braucht Blocks, das ist auch so bescheuert, dass das so viele Woodblocks braucht. Kleines Beet. 4 Stück. Bisschen ridiculous hier. Jo, jo. Noch ein. Rein da. Endlich haben wir die heilige Kartoffel gefunden. Holy Potatoes hier, ne? Holy Potatoes. So, dann gib mir mal gerade die kleine Flasche hier. Dann können wir das einmal richtig gießen. So. Hier. Bask, bitteschön. Einmal gegossen. Haben wir genossen. Jetzt können wir hier gucken, was brauchen wir nochmal für den Meat Stew. Itempedia, Foods and Drinks, Meat Stew made on the stove using the Stew Mix, great source of protein. Okay, Stew Mix, craft on the workbench. Ein Raw Meat, ein Raw Fish, ein Potato. Heißt, wir könnten zweimal Stew Mix machen. Lass mal gucken. 1, 1, 1. Danke. 1, 1, 1. Danke. Und das müssten wir jetzt in die Pfanne hauen können, ne? Jawohl. Geht das auch im Topf? Nein. Nur in der Pfanne.
Ist aber nicht schlimm. Können wir gerade hier ein bisschen eins reinpacken. Machen wir den Ofen an, du. Jetzt wird gebrutzelt. Bin ich mal gespannt. So. Könnten wir eigentlich noch eine Pfanne machen dann demnächst, dass wir direkt zwei, drei auf einmal bauen, machen können, ne? Müssen wir mal gucken jetzt, was das eine bringt. 50, das passt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die drei holen. Da werden wir dann aber morgens früh hingehen. Ganz, ganz früh. Ich meine, wir haben jetzt 10 Uhr. Das werden wir trotzdem nicht schaffen. Wir können jetzt gucken, was wir hier im haben. Was ist der auch kaputt? Rot. Rot. Na toll. Wir haben bekommen die Solarbatterie. Und wir haben den Oil Extractor bekommen. Da können wir mal gucken, ob wir den schon bauen können hier irgendwo. Vor allem, wie groß der ist. Der Oil Extractor war hier. Hier Eisen, 8 kleine Steine, 20 Aluminium. Der ist nicht gerade klein, ne? Kann er sein? Guck mal, der muss hier draußen stehen. Der muss hier draußen stehen, okay. Hier ist kein Platz. Hier ist echt kein Platz. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Wir stellen den mal hier so hin. Wo haben wir was dabei? 6 Mechanical Parts. Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel sammeln. Sehr, sehr viel. Wir lassen ihn erstmal da stehen. Gucken wir mal. Health geht runter. Nein. Sollte die runtergehen? Warum sollte die runtergehen? Und wieder 2, ey. Essen wir alle. Hier kann die Corn Seeds rein. Halt, jetzt hier drauf gucken. Als Maulschaf. Ein Stück hier. Da und da hinten. Hallo. Na, wie geht's? So findet man übrigens auch direkt seine Pfeile wieder. Fällt mir gerade ein. Jo, wie sieht's aus? Was sagt der Mietz, du? Lecker. Fertig. So, den anderen kannst du reinpacken. Jetzt wollen wir mal gucken. Bringt das wirklich immer nur ein? Wir haben jetzt 50. Was bringt der? 4 Gesundheit, minus 5 Durst, 2 Carbs, 46 Protein, 30 Fett. Das ist natürlich richtig geil. Ja, der bringt immer ein. Okay. Aber nice. Richtig nice, muss ich sagen. Muss ich sagen. Brennt das nicht an? Da liegen so 3 Stückchen drin in der dreckigen Pfanne. Okay. Okay. Könnten wir ja mal... Ja, ich will nicht Pick-up-Pen haben. Ich will das Ganze mal so haben. So, oh, Overheating. Nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, wir können... Wir haben ja auch schon wieder Juni. Wir können jetzt unsere Jacke ausziehen. Überaus haben. Okay. Was? Wir tun hier drin Overheaten? Warum denn bitte? Echt jetzt? Was haben wir denn an? Klamotten. Nix. Shirt, Jacket. Confirm, weg damit. Das ist ein bisschen besser. Nein. Overheaten wir denn die ganze Zeit? 30 Grad. Hier drin war es kühler? Ich glaube nicht. Hm. Kurios. Können wir uns irgendwie ein bisschen im Dingens abkühlen? Im Wasser? Hier sind 26. Ah, das ist bestimmt, weil der Ofen an ist, ne? Garantiert, weil der Ofen an ist. So, aber das heißt, wir haben jetzt schon wieder 51. Das ist ja super. Können wir auch unser T-Shirt wieder anziehen. Das ist ja Blödsinn, das auszulassen dann. So, das heißt, Ofen immer aus. Danke für den Stein. Ah, Melone brauchen wir noch nicht so wirklich. Bei ihr. Ufter. 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 Weil wenn wir den Oil Extractor haben, dann könnten wir nämlich eigentlich auch Itempedia. Wo sind Others? Weapons. Resources. Wo war das denn? Placeables hier. Sowas, ne? Fischöl. Gas, Electrical Parts. Alter, wir brauchen so viel Eisen und so. Ich glaube, wir müssen noch mehr
Forges bauen und dann die ganzen Steine einschmelzen, sonst dauert das ewig, wenn du immer die großen Haufen kaputt machst und nur das Eisen und so rausholst und keine Eisenerz, na toll. Macht aber nichts, kannst du hinstellen. Hier drei Woodlock und ein Iron Ingot. Kann man den jetzt ausmachen? Nein, kann man nicht. Gib her. Danke. Sind wir schon wieder am Überhitzen? Ja, natürlich. 1, 2, 3. Machen wir den mal fertig hier. So, jetzt fehlt das eine Eisenerz noch. Das ist drinne. Hier drin. Hallo. Hätte ich gern. Danke. Die ist ja voll, ne? Die ist ja voll und sowas. Jetzt können wir nämlich hier auch wieder die Kiste nehmen und einfach gucken gehen. Ach, guck mal hier. Danke. Und damit jetzt hier das Zeug einsammeln gehen. Geht ja schnell. Was ich auf jeden Fall jetzt immer zwischen den Folgen machen werde, ist dann sowas wie hier die Steine einschmelzen und so weiter, ne? Weil das ist gen. Das ist extra alles hier steil gemacht, ne? Schweinebacken. Kann das sein? Haben wir überhaupt den richtigen dabei? Ich glaube nicht, oder? Nein, haben wir nicht. Okay, dann haben wir lecker gekocht und wenn es dir gefallen hat, lässt einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.